Heute gibt es gleich zwei Trendtorten vereint zu einer. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Bevor wir mit meiner heutigen Torte starten, noch eine ganz, ganz klitzekleine Bitte. Denn wer noch kein Abonnent von meinem Kanal ist, holt das doch noch ganz schnell nach. Abonnieren ist absolut kostenfrei, verpflichtet euch zu überhaupt nichts. Der Vorteil ist, ich belästige euch einmal in der Woche in eurer Abo-Box mit einem neuen Video, mit einer neuen Torte oder einem neuen Rezept. Und so verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Ja, starten wir los mit meiner heutigen Torte. Die Trendtorten jedes Jahr kommen sie immer wieder, unterschiedlich. Die einen bleiben länger, die anderen verschwinden wieder. Und so auch die Meerjungfrauen-Torten. Und auch seit diesem Jahr ganz aktuell die Fault Line Cakes. Die Fault Line Cakes, die Torten, die aussehen, als wären sie aufgerissen. Und ich habe mir gedacht, ich vereine einfach zwei Trendtorten ineinander, nämlich die Meerjungfrau und die Fault Line Cakes und habe so einen Meerjungfrauenschwanz in der angesagten Fault Line Optik für euch heute. Ich habe an dieser Torte insgesamt 2 Tage gearbeitet. Am ersten Tag habe ich Vorbereitungen getroffen. Ich habe die Cakeboards vorbereitet. Ich habe den Fondant schon mal eingefärbt. Ich habe die Buttercreme, mit der ich die Torte gefüllt und auch eingestrichen habe, vorbereitet. Und ich habe vor allem auch die Kuchen gebacken. Ich habe hier für meine Torte das Wunderkuchenrezept verwendet. Dieses Video findet ihr jetzt hier oben in der Infocard und habe dieses in der 1,5-fachen Menge angeschlagen. Außerdem habe ich die Schwanzflosse vorbereitet. Ich habe mir die Schwanzflosse zuvor auf Papier bzw. ich habe sie mir hier auf Backpapier aufgemalt und damit habe ich die Schwanzflosse auch am ersten Tag schon vorbereitet. Und mit dieser starten wir auch jetzt. Mit Hilfe meiner vorbereiteten Schablone schneide ich die Schwanzflosse nun aus einem Stückchen Kaperplatte aus. Eine Kaperplatte ist eine Leichtschaumplatte. Diese kaufe ich im Architekturbedarf. Ein Link dorthin ist in der Infobox. Die Schwanzflosse male ich mit einem Lebensmittelfarbstift auf und schneide sie mit einem Bastelskalpell aus. Zuerst kleide ich die Rückseite der Schwanzflosse mit fliederfarbenen Fondant ein. Diesen klebe ich mit essbarem Lebensmittelzuckerkleber fest, schneide den Überstand weg und kleide anschließend die Vorderseite der Schwanzflosse ein. Damit diese etwas plastischer wirkt, klebe ich erst noch ein Stückchen weißen Fondant in die Mitte fest. Dieses streiche ich nach außen hin schön flach. Helfe mit einem kleinen Ausrollstab noch etwas nach, damit die Übergänge ein wenig ordentlicher und flacher sind und kleide schließlich nun auch die Vorderseite mit dem fliederfarbenen Fondant ein. Auch hier nehme ich den Überstand mit meinem Bastelskalpell weg, arbeite die Ränder noch ein wenig sauberer nach und strukturiere die Oberfläche der Schwanzflosse mit der Spitzenseite meines Dresden-Tools. Mit essbarer Lebensmittelpuderfarbe in Flieder und in Perlmuttweiß wird die Schwanzflosse noch komplett abgepudert, sodass sie schön schimmert und glitzert und anschließend geht sie zum Trocknen auf die Seite.
Ja, an Kuchen. Ich habe es zu Anfang schon gesagt. Ich habe hierfür mein klassisches Wunderkuchenrezept verwendet, habe dieses in der anderthalbfachen Menge angeschlagen und schließlich auf einen 18 cm, auf zwei 16 cm und auf einen 14 cm Backring aufgeteilt und gebacken. Habe sie vollständig auskühlen lassen und am nächsten Tag nun weiterverarbeitet. Und jetzt geht's weiter mit Tag 2, denn da habe ich nämlich die Torte gefüllt, aufeinander gestapelt, zurechtgeschnitten und natürlich auch dekoriert. Meine Kuchen sind alle gebacken, ausgekühlt und nun schneide ich den leicht gewölbt gebackenen Deckel weg und schneide jeden Kuchen einmal waagerecht in der Mitte durch. Zum Füllen und Einstreichen verwende ich die italienische Meringbuttercreme. Das Rezept verlinke ich euch hier oben in der Infocard. Diese habe ich in der dreifachen Menge zubereitet. Außerdem befülle ich die Torte noch mit Heidelbeeren. Ich habe hier gefrorene. Ihr könnt natürlich auch andere Früchte, auch frische Früchte eurer Wahl verwenden. Getränkt wird der Kuchen mit einem Zuckersirup. Dieses ist ein Läuterzucker. Das Rezept für Läuterzucker findet ihr in der Infobox. Das ist super, super easy zuzubereiten. Außerdem wird meine Torte auf einem Cakeboard aufgebaut. Dieses Cakeboard ist auch eine 5 mm starke Kaperplatte, genauso wie vorhin auch bei der Schwanzflosse. Diese habe ich genauso groß wie mein unterer Kuchen, also 18 cm im Durchmesser ausgeschnitten. Hierauf gebe ich nun etwas Buttercreme, den ersten 18 cm Kuchen obendrauf, so bleibt er nämlich jetzt kleben, tränke diesen mit meinem Läuterzucker, gebe ein wenig Buttercreme sowie einige Blaubeeren obendrauf, gebe das zweite 18 cm Kuchenstück darauf. Wiederhole das Ganze mit den vier 16 cm Kuchenböden bis ganz nach oben, bis ich auch die beiden 14 cm Kuchenböden oben aufgebraucht habe. Damit der Kuchen zum Zurechtschneiden etwas stabiler wird, gebe ich ihn für 2 Stunden in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit, die Buttercreme ist jetzt fest geworden, so ist der Kuchen auch deutlich stabiler, nehme ich einen runden Ausstecher. Dieser dient mir einfach nur, damit ich oben die Mitte immer abschätzen kann und schnitze die Schwanzflosse mit einem scharfen, am besten mit einem gezackten Messer zurecht. Das Ganze mache ich so lange, bis ich damit zufrieden bin. Anschließend folgt eine erste Schicht Buttercreme. Diese muss noch nicht ganz so ordentlich aufgestrichen sein. Diese dient in erster Linie zur Krümelbindung, denn wenn diese wieder in den Kühlschrank geht, wird die Buttercreme nämlich fest und die Krümel des Kuchens sind nämlich auch gebunden. Mit einem Flexismoser streiche ich die Buttercreme so gut wie es geht glatt und gebe die Torte für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Bevor ich nun eine zweite Buttercremeschicht oben drauf gebe, arbeite ich die obere Spitze mit einem kleinen Stückchen Fondant noch ein wenig aus, gebe anschließend eine zweite Buttercremeschicht auf die Torte. Auch diese streiche ich mit meinem Flexismoother glatt und gebe die Torte wiederum für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Für das Fischschuppenmuster verwende ich diese Ausstecher. Auch die findet ihr in der Infobox verlinkt. Ich verwende allerdings nur eine Größe, nämlich die mittlere Größe, die ich euch hier jetzt zeige. Ich habe verschiedene pastellfarbene Fondantsorten vorbereitet. Diese rolle ich nun gleichmäßig mit Hilfe meiner Ausrollstäbe auf etwas Speisestärke aus und steche die Fischschuppen mit dem Ausstecher aus.
Zur besseren Orientierung ziehe ich mir erstmal eine Hilfslinie auf meine Torte und auf dieser Hilfslinie entlang klebe ich nun die Fischschuppen auf die Buttercreme auf. Die übrig gebliebene Buttercreme habe ich schließlich in drei Pastelltönen eingefärbt. In Fliederlila, in Hellgrün und in einem hellen Blau. Anschließend in Spritzbeutel gegeben, denn mit Hilfe der Spritzbeutel kann ich die Buttercreme nun viel einfacher auf die Torte auftragen. Mit einer kleinen Winkelpalette verstreiche ich nun vorsichtig die Buttercreme. Ziehe sie anschließend mit einer Teigkarte vorsichtig ab und gebe die Torte für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und anschließend wiederhole ich den Vorgang ein zweites Mal. Achtet darauf, dass nicht zu viel Buttercreme auf die Fondantschuppen aufgetragen wird, denn es sollen ja noch einige nach außen hin sichtbar sein. Die Torte sollte nun zum Festwerden wieder in den Kühlschrank. Die in Anführungsstriche aufgerissene Kante der Buttercreme wird mit goldener Lebensmittelfarbe noch angemalt. Hierzu ist es wichtig, dass die Torte kalt und die Buttercreme fest ist. Ich verwende hier goldene Lebensmittelpuderfarbe, die ich mit ein klein wenig klarem Alkohol zu einer mittelfesten Paste angerührt habe und trage diese nun mit einem weichen Pinsel auf die Kante auf. Präsentiert wird die Torte auf einem Cakeboard. Auch hier verwende ich eine Kaperplatte, eine etwas dickere Kaperplatte mit einer Stärke von 10 mm. Ich habe sie mit einem Durchmesser von 32 cm ausgeschnitten. Ein wenig übrig gebliebene Buttercreme verteile ich nun in die Mitte und gebe die Torte oben drauf. Das Cakeboard selber kleide ich mit blau eingefärbtem Fondant ein. Damit dieser kleben bleibt, gebe ich auch hier zuerst essbaren Zuckerkleber oben drauf und gebe anschließend den blauen Fondant ganz wahllos in Wellen gelegt. Es soll ja aussehen wie Wasser hier oben drauf. Die Überschüsse nehme ich mit meinem Bastelskalpell weg, arbeite das Wasser, in Anführungsstrichen, noch ein wenig mit meinem Fondantkletter und mit den Fingern aus und bestreiche den blauen Fondant noch mit blau und weiß eingefärbtem Pipinggel. Das Pipinggel
Bevor ihr nämlich fragt, könnt ihr entweder selber herstellen, ihr findet das jetzt hier oben in der Infocard, oder ihr könnt es auch fertig kaufen. Einen Link dazu findet ihr in der Infobox. Den Rand des Cakeboardes verkleide ich noch mit einem passend blauen Satinbändchen, befestige dieses auf der hinteren Seite mit einer Stecknadel und zu guter Letzt wird natürlich noch die vorbereitete Schwanzflosse auf die Torte aufgesetzt. In die noch rausguckende Kaperplatte habe ich zwei Schaschlikspieße hineingesteckt, sodass die Schwanzflosse damit in die Torte gesteckt wird und vor allem auch festhält. Wenn ihr mal Rezepte, Torten oder Tortenideen von mir nachgebacken habt, postet sie doch gerne auf eure Instagram-Seite und verseht sie mit dem Hashtag Nicoles Zuckerwerk, denn so kann ich sie nämlich auch sehen und liken. Meine Rezepte gibt es übrigens alle auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Die Rezepte, die ich für diese Torte verwendet habe, findet ihr alle hier unter dem Video, der Einfachheit halber, in der Infobox verlinkt. Schaut auf jeden Fall in die Infobox. Da gibt es nämlich auch den Schablonen-Download als PDF, falls ihr die Torte einmal nachmachen möchtet. Und ihr findet natürlich auch die Utensilien, wie zum Beispiel den Fischschuppenausstecher, den ich für diese Torte verwendet habe, aber auch alle anderen Utensilien. Den Anschnitt zeige ich euch hier. Ich habe die Torte zu einer größeren Veranstaltung mitgenommen und sie war echt Hammer, Hammer lecker. Ja, mein nächstes Gebäck, ich habe es hier unten schon liegen, schon ein klein wenig angefuttert. Nein, die Mäuse waren nicht dran. Ich selber habe da jetzt schon die ganze Zeit dran genascht. Ist nämlich Hammer, Hammer lecker. Gibt es übrigens nächste Woche Montag. Und wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob es der ein oder andere weiß. Ansonsten lasst euch überraschen. Nächste Woche Montag kommt dieses super leckere Rezept online. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr nun noch weitere Videos von mir sehen möchtet. Ich verlinke euch hier noch zwei weitere Videos von mir. Falls ihr noch nicht genug habt, schaut doch gerne mal vorbei. Ich wünsche euch einen wundervollen Montag, einen schönen Start in die neue Woche und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Macht's gut. Tschüss.